Hi, ihr Samuels. Den Zug habe ich jetzt endlich fast geschafft. Und, fährt er? Ja, er fährt. Cooler Zug. Aber das wollte ich euch gar nicht zeigen. Und zwar, was ich euch zeigen wollte, von Lego gibt es jetzt eine Figur mit dieser Mütze. Baskenmütze aus Frankreich. Ich mag sowas, finde ich geil. Ja, und welche Figur ist das? Zeige ich euch mal. Und zwar die Figur, die ich haben möchte. Na, da ist sie. Eine Baskenmütze. Die Figur möchte ich haben. Deswegen, gekauft habe ich mir mal 7 Stück. Das Ding ist, ich möchte unbedingt diese Baskenmütze haben. Ich habe all die gekauft, die ein bisschen dicker sind. Not so thin. Also bitte, lass es eine einzige Figur sein. Ich möchte diese Mütze haben. So, dann wollen wir mal loslegen. Bitte, 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 lass die Figur dabei sein. Also, diese da. Die Baskenmütze. Bitte, bitte. Zack. Komm. Bitte, komm. Ach, no. Ah, nein. Ja, ja. Geh weg. Nächste Tüte. Na, bisschen mehr. So, jetzt komm. Oh nein, Raketenmann. Rocketman. I'm a Rocketman, ja. Yeah. Ah! Bla bla bla. Ja. Dritte Tüte. Ach komm. Mach keinen Mist jetzt. Aha. Ah, nein. Oh Mensch. Nein, brauche ich nicht. Nein. Den da, den will ich haben. Mit der Flöte und den coolen Hund, den coolen Dog. Mm. Auch ein bisschen dicker. Na los. Komm, gimme. Gib mir, komm. Und? Rocket Man. Dass das kein Aufblasehund ist. Rocket Man. Jetzt komm. Los, Hund. Tanzmann, ich brauch die Mütze. Letzte Chance, letzter Beutel. LMA, wenn das nicht klappt. Och Mensch. Scheiße. Ah. Tut mir leid, ich wollte den unbedingt mit der Mütze haben. Kaufe ich vielleicht noch mal extra. So, und noch etwas über Lego. Wenn man dieses Schienset kauft, man bekommt 8 gerade Gleise und 16 von diesen flexiblen. Aber die kann man nur bedingt einsetzen. Die sind einfach zu laut. Too loud. Sorry. Es gibt ein paar Möglichkeiten, zeige ich euch gleich. Erstmal zeige ich euch, oder nahe zeigen. Ich lasse euch das mal hören. Erstmal eine normale Strecke. Oh, ein paar Figuren. Ihr hört, wie leise er ist. Und jetzt packen wir den Zug. So, jetzt nehmen wir mal diese Strecke, diese flexiblen Teile. Hört mal. Oh, ist das laut. Very noisy. Also das ist schon Mist. Dafür kann man sie überhaupt nicht gebrauchen. Eine der Einsatzmöglichkeiten ist natürlich, eine größere Rundung zu bauen. Das heißt, ihr habt einen anderen Radius, der größer ist, damit ein Zug genau
ihr dazwischen passt, der Abstand gleich ist. Oder die zweite Möglichkeit, ihr nehmt immer ein Zwischenstück für eine Kurve und habt dadurch die Möglichkeit, so, einen zweiten Zug, und dann ist das nicht ganz so laut, mit dieser Kurve zu machen. Dann habt ihr zwar nicht mehr ganz so ein schönes Gleisbett. So, ich habe jetzt mal zwei aufgebaut. Ihr könnt ihr sehen, zwei Züge gleichzeitig. Also je mehr ihr davon nimmt, natürlich irgendwann wird der Radius zu groß sein, um das nochmal hinzukriegen. Jetzt habe ich noch ein drittes Gleisbett gebaut. Es passt noch, ja, ist okay, aber die Winkel sind nicht mehr so, als Kurve kann man es kaum noch bezeichnen. Also drei sind anscheinend möglich, aber bei vier ist wohl wirklich Schluss. Wenn ihr eine Kurve bauen möchtet, dann würde ich wirklich diese nur empfehlen. Die sind zwar ein bisschen laut, aber sonst kann man dabei gar keine Kurve mehr draus machen. Schnell, 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 schnell. Oh. Nein, 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 nein. Okay. Das war's erstmal. Ich weiß, er fährt rückwärts. Das weiß ich selber. Bis zum nächsten Mal. Erstmal. Tschüss.